Hallo liebe Freunde, wir sind gerade bei dem lieben Victor und drehen hier und wir haben gedacht, wir wollen jetzt mal über ein Thema reden und das ist YouTuber und Nachtsarbeit, liebe Freunde. Also ich würde mal sagen, es ist ja kein Geheimnis mehr, dass wir jetzt Nachtmenschen sind. Ich poste hin und wieder mal irgendwie um 4, 5, 6 Uhr morgens, hey, ich bin noch wach. Und ich glaube, das ist eigentlich bei fast jedem YouTuber so. Also ihr seht, es ist hier auch Nacht. Ja. Wir drehen jetzt um 3 Uhr morgens. Ja, ist auf jeden Fall schon sauspät. Wir sind richtig kaputt alle. Ja. Ja, lass mal eine frische Luft, ist eine gute Idee. Ja, nee, ist auf jeden Fall scheiße, weil ich meine, andere Leute haben einfach einen normalen Schlafrhythmus, aber wir sind einfach komplett am Arsch. Ja. Ist einfach so. Ja. Da kann man auch gar nichts machen. Wir sehen auch nie die Sonne irgendwie. Ja. Au! Oh. Ja, also ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich irgendwie drin bin und schneide oder aufnehme, dann ist halt. Auch wenn ich aufwache, dann ist es sofort dunkel. Mittlerweile will ich mich einfach nur rumbringen. Ja, ich bin auch super abgefuckt. So, man dreht den ganzen Tag und ich denke nur so, Alter, mir wird schon reichen, wenn ich auf den Balkon gehe und da kurz Sonne ist und ihr seht, es ist super dunkel, also, es ist einfach kacke. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt noch ungefähr 4 Stunden drehen. Vielleicht, keine Ahnung, werden wir um 9 Uhr fertig. So, ja, dann kriegen wir endlich mal Schlaf. Ja, aber um 9 Uhr, ist dann schon wieder hell draußen. Die ganze Nacht wieder durcharbeiten. Ja. Aber guck mal, wenn wir dann bis 9 Uhr durcharbeiten, sehen wir mal die Sonne. Ach, aber dann gehen wir schon wieder pennen und dann. Und am Ende kommen wieder Kommentare wieder wie, das Licht ist im Video, kacke! Ja. Ich glaube, es ist schon fast 4 Uhr morgens, warte. Ja, 4 Uhr morgens. Ja, wir sind wirklich sau verflucht. Wir sehen nicht mehr die lila Wolken, weil wir einfach durchdrehen die Nacht, liebe Freunde. Ja, wir haben noch eine lange Nacht vor uns, deswegen wünschen wir euch eine gute Nacht.